Moin Leute und willkommen zum neuen X und Y wie viel Battle. Heute habe ich mir was anderes überlegt und zwar spielen wir ein sechste Generation Team, also ein Pokémon, die das erste Mal in X und Y vorgekommen sind. Und da haben wir dabei Tromborg, was Geistpflanze ist, dann haben wir Neuvern, was Dracheflug ist, dann haben wir Quijutsu, was Wasser und Licht ist, aber mit Wandlungskunst, je nachdem seine Klasse umändern kann. Dann haben wir Slurpuff, was Fee ist, Fiaro, Flug, Feuer und Grabbit, normal Boden. Und wir suchen uns jetzt auch schon mal hier den Herausforderer. Teams aus sechster Generation können stark sein, aber gegen das aktuelle Meta gibt es natürlich Besseres. Deshalb versuchen wir unser Glück mal, ob wir hier vielleicht irgendwas gewinnen. Ein richtig cooles Pokémon ist halt Sabione bzw. Slurpuff, wenn dann erstmal Bauchtrommel und so weiter am Start ist. Kann das ganz schön reinhauen. So, wir brauchen irgendwas gegen Gengar. Sehe ich schon mal. Gengar ist richtig eklig. Scaraborn, Also wenn er jetzt, es wäre halt dumm, wenn er mit Gengar leadet, ne? Ich würde gerne mit Sabione leaden, weil meistens kann man setupen. Wir machen es einfach mal. Versuchen mal unser Glück. Dann könnten wir... Quijutsu wäre hier zum Beispiel nicht schlecht. Azumarill wäre zum Beispiel... Also Tromborg wäre zum Beispiel auch nicht so verkehrt. Den nehmen wir auch mal mit. Und jetzt ist die Frage, Fiaro, Quijutsu oder vielleicht sogar Crabbit. Ich bin mir ehrlich gesagt total unsicher. Ich glaube, wir nehmen hier mal... Ne, ich glaube, ich mache es anders. Wir leaden mal mit Fiaro, Sabione und Tromborg. Los geht's. Gegner hat auch schon gewählt. Der muss ja nicht so lange überlegen. Das ist auch immer schwierig. Spielt das Team jetzt zum ersten Mal? Oder nee, gestern im Livestream habe ich schon eine Runde gespielt. Oder zwei. Ich muss mich dann auch erstmal auf die Pokémons einstellen. Aber wie gesagt, es wird schwierig, hier was zu gewinnen. Von daher, schauen wir einfach mal. So, wir leaden mit Fiaro. Hoffentlich kommt er mit Gengar. Er kommt mit Gengar. Und ich will hier raus. Ich werde mal für eine Kehrtwende gehen. In der Hoffnung, wir sind schneller. Aber ich glaube, nee, wir sind nicht schneller. Das war dumm. Okay, er wechselt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was kommt rein? Porygon. Okay. Das ist natürlich richtig hässlich, dass der jetzt hier meine Orkanschwingen hat. Und ich glaube, wir können hier in Sabione reingehen. Wir müssten noch schneller sein als ein Porygon 2. Und können hier für einen Delegator gehen. So, mal sehen, was er macht. Okay, er geht auf Toxin. Sehr schön, haben wir schon mal eine Runde gewonnen. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf Bauchtrommel. Um uns zu boosten. Bauchtrommel macht uns halt, gibt uns einen enormen Attack Boost. Und unser Bäre aktiviert sich. Und wir kriegen hier nochmal einen Speed Boost. Also stehen wir jetzt eigentlich ganz gut gegen dieses Porygon da. Er kommt hier mit Eisstrahl. Und jetzt können wir eigentlich schon mal versuchen, das Ding wegzusweepen. Die Frage ist, reicht der Damage jetzt mittlerweile aus? Wir gehen für einen Knuddler. Nein, reicht nie aus. Shit, er geht auf Toxin. Das ist richtig uncool. Jetzt müssen wir irgendwie schaffen. Das ist jetzt die Frage, hat er Schutzschild oder so drauf? Hat er Schutzschild drauf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob er Schutzschild hat. Das wäre uncool. Dann wäre ich jetzt lieber auf den Wunschtraum gegangen. Okay, er geht zurück. Mal sehen, was jetzt Damage frisst.
Sein Gengar müsste ihn theoretisch, wenn es ein Focus Sash ist, auch one-hitten. Es ist Focus Sash. Aber das kann uns eigentlich egal sein, weil wir müssen eigentlich locker schneller als er sein. Wir gehen hier wieder auf Knuddler. Ja, wir sind schneller. Sein Gengar ist besiegt. Und ja, wir haben schon zwei tote Pokémon von ihm. Also ich kann euch das Set nur empfehlen. Im Dreier ist das eigentlich recht stark. Außer man wird halt vergiftet. Das ist natürlich uncool. Und ich hätte da doch lieber auf was anderes gehen. Okay, er geht in Azumarill. Jetzt kommt er mit Wasserdüse. Das hat er natürlich nicht schlecht gemacht. Hier können wir nichts machen. Wir müssen unser Savione sterben lassen. Von daher ist das vollkommen okay. Aber er hat ja... Ach, habe ich überhaupt was gegen Azumarill drin, Leute? Ja, wir gehen mal hier in Tromburg. Und ich glaube, ich gehe mal hier für ein Irrlicht. Gucken wir uns mal an, ob der auch Bauchtrommel oder sowas hat. Mal gucken. Okay, es trifft auch noch. Jetzt macht Azumarill schon mal weniger Schaden. Okay, er kommt mit Knuddler. Das macht auch ganz gut Damage. Aber natürlich nicht so viel, wie er sich das Ganze oft hat. Und jetzt gehen wir auf einmal Egelsamen, um auch ein bisschen KP wieder zurückzukriegen. Geil, wir haben auch noch die Attacke abgewehrt. Jetzt ist es GG für uns. Er kann einfach nichts mehr machen. Er kann einfach nichts mehr machen. Er ist sowas von tot. Wir haben hier auf Tromburg noch Erholung mit reicher Ernte. Werden wir immer wieder geheilt. Den brauchen wir jetzt einfach bloß ausstallen. Richtig geil. Deshalb gehe ich jetzt hier für ein Holzgeweih, um mir noch mehr KP zurückzuholen. Zack. Richtig schön. Macht natürlich sehr viel Damage. Und jetzt hat er noch sein halb kaputtes Porygon 2. Und das Ding ist halt, das Teil wird Genesung können. Jetzt ist die Frage, sind wir schneller? Sind wir schneller und können es mitnehmen? Wir müssen es ausprobieren. Holzgeweih müsste es killen. Ach nee, es ist schneller. So eine Scheiße. Hätte ich doch mal lieber wäre ich doch mal lieber auf Irrlicht gegangen. Ich gehe jetzt... Oder auf Egelsamen könnte man auch machen. Okay, er kommt auf Toxin. Da kommt jetzt meine Beere zum Einsatz. Genau, sehr schön. Jetzt ist meine Vergiftung weg. Und wir gehen hier einmal auf Irrlicht. Und werden es jetzt noch bepflanzen. Wir könnten auch einfach dann auf Fiaro wechseln. Also Fiaro sweept das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch wieder die Beere zurück mit reicher Ernte. Also ihr könnt, falls euch das Set von Tromburg interessiert, könnt ihr ja gerne mal gucken. Also ich habe reiche Ernte. Dann die Beere, die Statusprobleme heilt. Ich weiß gar nicht, Punusbeere, whatever, ihr habt es ja gelesen. Holzgeweih, Egelsamen. Erholung. Erholung ist auch ziemlich gut. Und ja. So, und wir gehen jetzt hier nochmal für ein Holzgeweih. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder Genesung machen, genau. Aber wie gesagt, das macht nichts. Wir machen genug Schaden, so viel kann er gar nicht regenerieren jetzt. Dann gibt er noch halt Verbrennung, Egelsamen und so weiter. Also das von mir aus kann der Kampf jetzt auch ewig noch gehen. Irgendwann ist bei ihm Genesung auch alle. Jetzt wird er nochmal verbrannt. Das würde ich sagen, ist GG für uns. Richtig GG. Hier wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man irgendwie Verhöhner oder so spielen könnte, aber naja, was soll's. Aber er gibt nie auf, ne? Also ich, normalerweise, wenn ich jetzt in der Situation schon gewesen wäre, oh, das hat aber viel regeneriert. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte schon längst aufgegeben. Wahrscheinlich muss ich dann auch irgendwas noch cutten oder so.
Oder wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach ganz schnell, weil ich will nicht, dass wir uns hier die ganze Zeit langweilen. Ich wechsle jetzt den Fiaro, er wird wahrscheinlich nochmal für Genesung gehen. Und Brave Birde es einfach um. In der Hoffnung, das Ganze reicht. Ja, er geht wieder auf Genesung. War irgendwo klar. Und ich weiß nicht, ob doch mit Verbrennung und ja, und Egelsamen, das müsste jetzt reichen. Wir können einfach jetzt Brave werden. Und wir gehen hier auf Einsturzflug. Und ich hoffe, es reicht. Wäre zumindest gut. Oh, es reicht natürlich nie, ey. Shit! Aber wir haben zum Glück das Toxin. Ah, jetzt reicht es auf jeden Fall. Stimmt ja, ne? Porygon ist ja. Naja, gut. Ist ja ein richtiges Biest mit Evolit und so. Jetzt können wir es auf jeden Fall weg, Brave Burden. Und tschüss. Da haben wir ja das erste Match gewonnen mit unserem 6-Gen-Team. Gar nicht mal so verkehrt. Schade, dass unser Slurpuff so schnell gestorben ist, aber wir suchen eh nochmal ein zweites Game. Wir werden doch in den Genuss dieses Pokémons kommen, wie es eigentlich alle Pokémon vom Gegner wegsweept. So, möchtest du weiterkämpfen? Ja. Wir nehmen natürlich unser Team. Und nehmen auch die Herausforderung an. Musikstück 5 nehmen wir jetzt mal. Also schon cool, also dass wir einfach mit Slowpoke da mal fast zwei Pokémon rausgenommen haben. Mal sehen, was der Gegner hat hier. Okay, Bisaflor. Knackrack, Gardevoir. Turtok. Garchomp. Ich glaube, ich möchte hier mal mit. Okay, Turtok ist blöd wegen Finsteraura. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Wir hätten hier Grabbit. Ich glaube, ich nehme hier mit. Neuwirn, Sabione, Fiaro oder Crabbit. Crabbit, 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 Fiaro. Fiaro wäre hier auch sehr gut. Fiaro ist immer gut. Fiaro ist halt stark, ne? Ja, so machen wir es. Neuwirn, Sabione und Fiaro. Schau mal einfach mal. Mit was der Gegner auftrumpft. Vielleicht mit Bisaflor oder so. Gucken wir einfach mal. Okay, Gardevoir ist am Start. Das ist natürlich nicht so gut, Leute. Kann aber nicht einwechseln. Das ist das Problem. Deshalb versuchen wir mal mit einem Orkan zu treffen. Oh, wir treffen. Ja, macht ganz gut Schaden und der Dude ist verwirrt und hoffentlich hittet er sich selbst. Nee, oder? Ah ja, okay. Alles klar, der heilt sich nur. Bitte hitte dich selber. Bitte, bitte, bitte. Nein, er macht Mondgewalt und wir sind tot. Oh, no. Oh, wir überleben mit 2%, Leute. Wir müssen noch mal den Orkan treffen. Los geht's. Wir müssen treffen. 70% Trefferchance Orkan. Das muss klappen jetzt. Okay, er wechselt. Er will sein Gardevoir hier nicht verlieren.
Und wir treffen. Dann können wir ihm schon mal ein bisschen Schaden machen hier. Sehr schön. Okay, der Typ hat Prankster. Glaube ich zumindest. Die Frage ist, Sabione können wir nicht opfern. Und Oni rein switchen. Fiaro Switch ist vielleicht auch nicht so gut. Wir opfern ihn einfach. Ja. Wir opfern ihn einfach. Wir gehen jetzt hier für einen Flammenwurf. Ach nee, darf ich ja gar nicht. Ich habe ja Wahlgas. WTF, wir treffen Orkan nochmal. Und er hat... Ich dachte, das Vieh hat immer Prankster, ey. Nice. Oh mein Gott, einfach mal hier mit Orkan den Gegner weggesweept. Er geht in sein Gardevoir rein. Oh mein Gott, ey. Und das Vieh müsste jetzt sogar ein totes Gardevoir sein. Komm, Orkan muss treffen, Leute. Oh mein Gott, wie gut! Oh mein Gott, wir sweepen einfach mit Neuwern durch, ey. Oh mein Gott. Richtig geil. Turtok. Orkan. Triff. Komm, triff. Wird es wahrscheinlich mega Turtok sein. Ah, das wäre jetzt richtig geil, wenn wir jetzt den Orkan auch nochmal treffen. Dürfte zwar nicht gerade killen, aber egal. Komm. Ja. Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott, wie krass, Leute. Richtig cool. Richtig cool. Jetzt gehen wir in Sabione rein. Es ist zwar assi, Leute, aber ich habe jetzt Lust, noch ein bisschen zu setupen. Und zwar gehen wir auf... Delegator. Okay, hat aufgegeben. Nice! Wir haben einfach mal mit Neuwern gesweept. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Und ja, auch wenn ich es nicht gerne sage, aber wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ja, ansonsten macht's gut. Tschaußen.